Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Motto, das finde ich richtig gut. Und zwar ist das Motto, auch Mütter dürfen faul sein Tag. Ja, das spricht mir doch sehr aus der Seele, dass auch die Mütter das mal dürfen. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Ich werde mal sehen, wenn ich loslege. Los geht's. In diesem Video werdet ihr sehen, dass öfter mal Haare von mir oder mein Kopf zu sehen ist. Das liegt daran, dass ich die Kamera relativ hoch hatte und ich teilweise, um so ein bisschen kleiner und genau zu malen, ein bisschen dichter an das Blatt ran musste. Ja, ihr werdet ja merkt, bin ich noch am Üben, wie ich das alles am besten machen kann. Aber ich denke, ihr werdet genug sehen können, was ich da gezeichnet habe. Wenn ihr dachtet, das war jetzt schon schlimm mit dem Kopf, dann wartet mal ab, was jetzt noch kommt. Also ich versuche das nächste Mal zu vermeiden, dass das nochmal so doll passiert.
So, ich höre jetzt auf. Ich habe wirklich ungelogen 50 Minuten dafür gebraucht. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber bis man dann mal die Schichten aufgetragen hat bei dem ganzen Sofa und die Vorskizze klappt ja auch nicht immer ganz genauso, wie man das möchte. Ja, und ich wollte jetzt mal ein Bild machen, wo alles mit Buntstiften ist. Ich dachte tatsächlich erst, ich lasse die Frau weiß. Erstens wegen der Zeit und zweitens nach dem Motto, die Mutter ist mal voll auf dem Sofa und für alle unsichtbar und ruht sich aus. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, mache ich doch alles farbig. Naja, ich brauche, glaube ich, nichts weiter zu dem Bild sagen. Da ist alles klar und gesagt. Und ja, dann bis morgen. So, für euch nochmal ein kleines Video hinten dran. Beim Schneiden habe ich bemerkt, dass das Video so unscharf aussieht. Deshalb wollte ich euch das nochmal zeigen. Das kann an der Linse gelegen haben. Und dann bis morgen.